Hallo Leute von heute. Heute mal ein neues Format auf meinem Kanal. Und zwar werde ich heute von Star Wars The Clone Wars von der 7. Staffel die erste Folge reviewen. Und ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, ob es euch gefällt, diese Art von neuen Videos. Und ja, ich würde sagen, wir starten dann auch direkt heute das Review zur ersten Folge von der 7. Staffel. Und ja, worum geht's da? Im Hintergrund nochmal ganz kurz, könnt ihr auch den Trailer, den finalen Trailer zur 7. Staffel laufen sehen. Und das Review wird auch nicht so ausführlich sein. Das heißt, also falls ihr das gerne sehen möchtet, würde ich euch empfehlen, Disney Plus zu holen. Ist auch gar nicht mal so schlecht. Im Wochentakt werden dann auch immer weitere Folgen von Star Wars The Clone Wars erscheinen. Ja, es ist heute der 24. März zumindest, wo ich das aufnehme. Und es sind sogar schon heute die ersten zwei Folgen draußen. So, und jetzt beginnen wir auch direkt mit dem Review. Also, es geht los mit der Schlacht um Anaxes, wird im Vorspann gesagt. Und es ist eine sehr entscheidende Schlacht, weil da die Schiffswerften der Republik sind. Und die Schlacht zieht sich schon seit Wochen hin. Und die Republik verliert langsam, also gegen die Separatisten, die schwächen langsam. Und ja, das ist der Vorspann. Dann geht's los mit der richtigen Episode und da können wir Anakin und Mace Windu sehen, wie sie gerade versuchen, Angriff zu planen, zu koordinieren und ja, versuchen die Separatisten auszutricksen, weil sie halt eben immer ihre Strategien vorhersagen. Dann öffnet sich die Tür, Cody kommt mit Rex rein und erzählt seinen Plan. Er hat einen Plan. Und zwar will er einen feindlichen Klontrupp hinter die Kampfstation der Separatisten steuern, da er denkt, dass die Kampfstation mit dem Kommandoschiff der Separatisten verbunden ist. Und ja, er denkt, dass die Separatisten halt eben von der Kampfstation her der Republik immer einen Schritt voraus sind, weil sie Rex Pläne vorhersagen, weil die sie schon kennen, weil das schon Pläne sind, die es schon gibt, die er verwendet in der Schlacht. Und ja, sein Plan ist dann eben, einen feindlichen Klontrupp soll die Kampfstation übernehmen oder infiltrieren und die Informationen daraus entnehmen, sodass die Separatisten nicht mehr von Rex Plänen Bescheid wissen. Und ja, und er schlägt dafür die Clone Force 99 vor, oder auch als Bad Batch bekannt. Und ja, dann gehen sie auch schon raus und das Schiff der Clone Force 99 oder Bad Batch landet dann auch schon. Und ja, zusammen machen sie sich dann auf den Weg. Rex, Cody, ich glaube auch noch Hardcase von der 501. Und halt eben das Bad Batch, nachdem sie sich vorgestellt haben, machen sie sich zusammen auf den Weg zur Kampfstation. Sie fliegen mit einem Gunship oder auch auf Deutsch Kanonenboot zur Kampfstation. Aber wo sie ungefähr auf die Mitte des Weges sind, nehme ich an, werden sie von ein paar Spinnendroiden aus der Luft geholt. Das heißt, das Gunship stürzt ab. Und nach dem Absturz kann man sehen, alle haben es gut verstanden, bis auf Cody. Er ist relativ schwer verletzt. Deswegen übernimmt Rex auch das Kommando über, ja, die Bad Batch unter dem Hardcase, ist ja klar, der gehört dazu. Danach kommen ein paar Droiden. Rex sagt, sie sollen die Stellung halten, aber das Bad Batch macht es trotzdem auf seine Art. Sie rennt zu den Droiden hin, den Clip kennen wir auch schon aus der Star Wars Celebration, und sie ballern die Droiden weg, sie zerschießen sie. Sie nehmen geschlossene Formation ein. Und ja, ich würde sagen, das sind ungefähr 100 Kampfdroiden, die ihnen im Weg standen, und sie haben dann allesamt zerstört. Am Ende noch ein paar Spinnendroiden, die wurden dann, glaube ich, von Hunter mit einem Vibro-Messer erledigt. Ja, danach, nachdem sie sie besiegt haben, verstecken sie sich, spionieren den Außenposten aus und ja, nehmen den auch rein. Die Tür öffnet sich und sie ballern halt eben die ganzen Droiden weg, also Schlachtsequenz. Und ja, dann haben sie den Außenposten eingenommen. Und wo es keinen strategischen Vorteil hat, haben sie es trotzdem getan. Und dann sehen sie auch, dass eine Kampfdroiden-Legion zur Kampfstation unterwegs ist, weil die Kampfstation nur ungefähr von 30 B1-Kampfdroiden oder 30 Kampfdroiden generell
bewacht wird, kommen dann auch noch mehr Droiden dazu. Durch MTTEs werden die transportiert. Und ja, danach gehen sie zur Kampfstation weiter. Und ja, sozusagen infiltrieren die Kampfstation und holen aus der Kampfstation Rex-Kampfstrategien raus, sodass die Separatisten halt eben nicht mehr wissen, dass es Rex-Pläne, sie können die nicht mehr vorhersagen. Das machen sie ganz schnell. Und ja, danach hört auch noch Tech, das ist so der Schlauste von der Bad Batch, der hört dann auch noch einen Hilferuf. Und ja, danach verlassen sie die Kampfstation und man sieht, wie Rex sichtbar geschockt ist. Und zwar denkt er oder vermutet er, dass Echo am Leben ist. Und das war's dann eigentlich auch schon von der ersten Folge. Man sieht noch, wie die mit einem Gleiter vermutlich zurück zur Basis gehen. Aber das war's dann auch. Das war dann auch schon die letzte Sequenz. So, ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Wie schon gesagt, falls ihr gerne diese Clone Wars Episode sehen wollt oder generell die neue Staffel von Clone Wars, kann ich Disney Plus nur empfehlen dafür, weil das auch der einzige Dienst ist, der einzige Streaming-Dienst, wo das auch generell drauf läuft, und bis es in Free TV kommt, wird es wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern. Und dann, das waren auch schon die letzten Worte und ich sage dann jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Choice made has led to